Lustige Witze in 3, 2, 1, los. So wenig Bock aufzustehen hatte ich zuletzt gestern. Kronkorken, die Lego-Steine in einer Studenten-WG. Oder bei uns. Sommer ist, wenn die Klobrille mit dir aufsteht. Habe letztens Kontakt mit meinem tiefsten Inneren gehabt. Verdammtes einlagiges Klopapier. Bei Wohnungsbesichtigungen in meiner Preisklasse trifft man oft noch den Tatortreiniger. Einfach mal der Klofrau 10 Euro hinlegen, es tut mir leid, brüllen und schnell wegrennen. Als Kind dachte ich immer, es wäre schlimm, einen Penis zu haben, weil mein Onkel immer wollte, dass ich seinen esse. Frauen wissen nicht immer, was sie wollen, sind aber fest entschlossen, es zu bekommen. Lesbische Vampire haben ein monatliches Treffen. Ich habe vor, Maschinenbau zu studieren, um meinen Körper besser kennenzulernen. Willst du den oder soll ich den? Okay. Entschuldigungen sind wie Arschlöcher. Kleine Mädchen haben die besten. Schwarzer Humor, ne? Call of Duden. Modern Rechtschreibung 3. Verliebt sein ist wie sich einzustuhlen. Jeder kann es sehen, aber nur man selbst spürt die Wärme. Das Wort nun ist im Prinzip nur ein N, das in der Mitte einen Purzelbaum schlägt. Wie sollen wir bloß alle Flüchtlinge integrieren, wenn wir ihre Stammfunktion überhaupt nicht kennen? Integrationsrechnung. Größter Scheiß, den ich im Abi gelernt habe. Nie wieder gebraucht. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die öfters Geburtstag haben, länger leben. Immer groß erwachsen tun, aber dann an der Kindersicherung vom Kalkreiniger scheitern. Drehen und reindrücken. Aber reindrücken und ziehen gleichzeitig. Ich gucke gerade Formel 1, aber nur weil ich so faszinierend finde, wie sie in 5 Sekunden einen Reifen wechseln. Ich komme langsam in ein Alter, wo man abends nicht mehr feiern gehen muss, um morgens scheiße auszusehen. Ich habe ein Foto von der Frau in meinem Portemonnaie. Ja. Das ist die Mutter von Logan Paul. Ja, die hat einen Augenkontakt. Ja. Und seitdem ist er verliebt in sie. Merkst, dass du alt wirst, wenn du eine geile MILF siehst und dann feststellst, dass es eine ehemalige Klassenkameradin ist. Hätte ich einen Weinberg, ich würde ihn Hang zum Alkohol nennen. Yeah, schreibt mir doch einen Kommentar, wie ihr diese Folge mit diesem kleinen Ortex-Mix diese Woche fandet. Denkt dran, dass ihr mir noch Videos von euch mit eurem Lieblingswitz als E-Mail an business@masterjam.de schicken könnt, um in die 200. Folge zu kommen. Bis nächste Woche.